Hallo Menschen, heute möchte ich euch etwas über Was ich liebte von Siri Hustvedt erzählen. Ich muss vorher noch erwähnen, dass ich natürlich auch an dem Inhalt des Romans interessiert war, aber das Buch hauptsächlich auswählte, weil ich schon immer mal etwas von Siri Hustvedt lesen wollte, da ich schon so viel von ihr gehört habe. Sie ist ja auch mit Paul Auster verheiratet und deswegen war das einer dieser literarischen Wissenslücken, die ich schon länger schließen wollte. In dem Roman erfahren wir dann aus der Ich-Perspektive und auch in Retrospektive aus dem Leben zweier befreundeter Künstler bzw. intellektuellen Familien über mehrere Jahrzehnte hinweg mit eben verschiedenen Höhen und Tiefen. Also es gibt definitiv einige Veränderungen. Der Stand, mit dem wir das Buch beginnen, ist sehr, sehr anders als das, was dann am Ende noch übrig bleibt. Es gibt mehrere Verluste, es kommen auch Kinder hinzu und so weiter und so fort. Das klingt jetzt auf den ersten Blick zugegeben gar nicht so spannend und es ist auch definitiv nichts für Leute, die einen sehr, sehr stark voranpreschenden Plot suchen. Aber das ist die beste Charakterstudie, die ich seit langem und vielleicht sogar jemals las. Siri Hustvedt vermag es außerordentlich gut, Zwischenmenschliches und Emotionen wiederzugeben. Und dabei ist es niemals irgendwie auf so eine plumpe Art und Weise wie, oh, und sie war jetzt traurig, sondern diese Schriftstellerregel Show, don't tell beherrscht sie perfekt. Also hier brechen manchmal Menschen zusammen, aber es gibt auch so ganz kleine Nuancen, wo jemand nur so ein bisschen zittert oder den Kopf schief legt und jemanden etwas länger oder anders ansieht als normalerweise. Und niemals wird uns das irgendwie so einfach auf den Teller geschmiert, sondern die Autorin vertraut halt darauf, dass wir quasi intelligent genug sind, um das aus der Körpersprache herauszulesen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Daran kann man vielleicht auch schon erkennen, dass das eine sehr, sehr ruhige und manchmal auch langsame Erzählweise ist. An manchen Stellen vielleicht etwas zu langsam. Also es gab mitunter Teile, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe verstanden, was jetzt in diesem Moment des Lebens passiert. Es könnte jetzt weitergehen. Im Großen und Ganzen genoss ich diese ruhige und genaue Darstellung der Personen aber sehr. Also wir lernen die fast alle sehr, sehr gut kennen, auch wenn es natürlich der Ich-Erzähler am vertrautesten wird, aber alle haben wirklich eine Persönlichkeit, haben Eigenheiten und so viele Schichten, die wir halt auch langsam erst erkennen. Der Grundton des Romans ist durchweg recht ernst, also es wird wirklich nie irgendwie so ausgelassen fröhlich. Selbst wenn es denen gut geht und alle zufrieden sind, bleibt trotzdem so die Sprache relativ ernst. Das liegt unter anderem auch daran, dass unsere Hauptcharaktere alle sehr, sehr selbstreflektiert sind. Das muss man wirklich sagen. Also es ist halt, wie ich schon gesagt habe, ein intellektuellen Zirkel. Die sind sehr gebildet, die kennen auch viele Theorien so zur Persönlichkeit und die leben eigentlich nie nur so vor sich hin, sondern betrachten sich immer selbst und auch ihre Welt. Ich muss auch zugeben, es gab einige Stellen in dem Buch, wo man sich als Leser durchaus etwas ungebildet vorkommt. Also gerade wenn die über Kunst reden. Ich war so froh, als sie dann endlich mal über Goya geredet haben, weil ich den kenne und auch mit seinen Werken vertraut bin. Aber die werfen sich halt gegenseitig Künstler entgegen und auch verschiedene Theorien, sodass man dann beim Lesen ganz froh war, wenn man mit etwas aufkam, was man kannte. Was daran etwas problematisch ist, dass das Buch an Stellen etwas artifiziell wirkt. Und auch da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, denn einerseits bin ich der Meinung, dass Siri Hustvedt es famos hinkriegt, in Worten Gemälde und ganze Kunstinstallationen lebendig werden zu lassen. Also ich glaube, ich habe noch nie so großartige und interessante Kunst gesehen wie in diesem Buch, was eine absolute Leistung ist. Andererseits übertragen sie mir dann an manchen Stellen diese Kunsttheorie oder auch Theorie allgemein zu sehr auf ihr eigenes Leben. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, da haben die ein Problem mit jemandem, sage ich mal. Und da wird so ein richtig krasser Unterschied zwischen zwei Lebenswelten deutlich. Und das geht sie auch emotional an. Und dann sitzen die da an ihrem Küchentisch, reden darüber und bringen das mit der Hysterie im 19. Jahrhundert in Verbindung. Und da gab es halt schon Momente, wo ich mir dachte, macht das wirklich jemand? Also wenn mich das so richtig persönlich angeht, sitze ich denn da wirklich da und bringe so mein ganzes Wissen aus der Kulturgeschichte mit rein und rede dann über die Nervenheilanstalten im 19. Jahrhundert? Also das kommt halt auch an mehreren Stellen vor, dass sie das immer wieder so in ihre persönlichen Gespräche einbringen. Was halt, wie gesagt, einerseits war das wirklich interessant, ich habe auch einiges gelernt und neu erfahren oder vertieft und andererseits fragte ich mich dann, ist es natürlich, reden Menschen so? War ich mir halt nicht ganz sicher. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, das ist ein
intellektuell ansprechender und auch feinsinniger Roman ist, der eben vor allem durch seine tiefe und gute Charakterisierung der Personen auffällt, die zudem auch nie aufdringlich wird, wie ich es versucht habe darzustellen. Und das Schöne ist auch, ich habe ja schon vielleicht ein bisschen angedeutet, das wird nie kitschig, die sind wirklich sehr ernst, aber das bedeutet auch nicht, dass sie dann so in die Gegenrichtung umschlagen und dass das Ganze irgendwie extrem zynisch wird. Also nur weil sie das Ganze halt nicht mit einer rosa Brille ansehen und sich selbst halt durchaus auch kritisch betrachten, verzweifeln sie eigentlich nie an der Realität. Und insofern, um es noch einmal zu verdeutlichen, falls ihr es noch nicht verstanden habt, von mir eine absolute Empfehlung. Ich muss so zugeben, dass es Momente gab, wo ich nicht begeistert von dem Buch war, aber ich habe das immer unglaublich gern wieder in die Hand genommen. Ich wollte wissen, wie die Charaktere sich entwickeln und selbst wenn da jetzt kein Actionplot drumherum ist, war das wirklich lohnenswert und fesselnd durchaus auch. Also von mir eine Empfehlung. Falls ihr von ihr noch irgendetwas anderes gelesen habt und das empfehlen könnt, wäre ich sehr an eurer Meinung interessiert, denn das ist durchaus so eine Schriftstellerin, von der ich mehr lesen könnte. Ich finde auch das aktuelle Buch von ihr, dessen Titel ich gerade nicht weiß, aber was halt zurzeit so in den Buchhandlungen rumsteht, recht interessant. Da spielt es wieder in so einem Künstlermilieu. Ich glaube, das kann sie auch sehr gut, solche Kreise beschreiben. Und hier würde ich wirklich gerne noch ein bisschen weitermachen, mal sehen, was sie noch so geschrieben hat. Und da danke ich euch schon mal für eventuelle Empfehlungen und natürlich auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Übrigens, ich glaube, ihr wisst vielleicht aus meiner Bücherregaltour schon, dass ich die Fischer Taschenbibliothek sehr, sehr liebe und auch hier ein absolutes Lob an den Rowohlt Verlag, denn das sind meiner Meinung nach perfekte Bücher. Ich liebe kleine, gebundene Bücher. Das ist alles, was ich von einem Roman will. Es ist hochwertig trotzdem gebunden, es ist hübsch, es ist ein Hardcover, es geht nicht kaputt und es wird aber auch nicht wie bei großen gebundenen Büchern einfach so viel Platz verschwendet. Da sind manchmal riesengroße Ränder und riesengroße Zeilenabstände und so sollte ein Buch sein. Großes, großes Lob. Bitte, bitte mehr davon, Rowohlt Verlag.